Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und bei YouTube. Mit der Corona-Impfpflicht geht es in Deutschland nun Schlag auf Schlag. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, preschte vor und sagte, er könne sich vorstellen, Inlandsreisen nur den Bürgern zu ermöglichen, die ihre Corona-Impfung mit einem Impfpass nachweisen können. Der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, zog sofort nach und ließ am Samstag verlauten, dass er eine Impfpflicht nicht mehr ausschließen würde. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat derweil in der EU den digitalen Corona-Impfpass mitbeschlossen und will ihn schon in 3 Monaten fertig haben. Auch der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, hält digitale Impfpässe für eine tolle Sache und, Zitat, nicht nur auf europäischer Ebene beim Reisen, sondern dann auf Dauer, auch natürlich für das Alltagsleben. Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das alles sind die aktuellen Entwicklungen von nur einigen wenigen Tagen. Und eigentlich leben wir ja in einem demokratischen Rechtsstaat. Aber weder wir Abgeordneten im Deutschen Bundestag noch die Bürger in diesem Land wurden zu all diesen Dingen befragt oder auch nur adäquat unterrichtet. Das ist schlicht und ergreifend seitens der Bundesregierung nicht gewünscht. Denn die Bundesregierung will möglichst schnell Fakten schaffen, und zwar an den Parlamenten und an den Bürgern vorbei. Indem die Regierung den digitalen Corona-Impfpass auf EU-Ebene einführt, schafft sie selbst die organisatorische Grundlage für künftige Grundrechtsverletzungen in Deutschland und in Europa. Mit ihm wird künftig zwischen geimpften und nicht geimpften Personen unterschieden. Und diese Einteilung wird Konsequenzen haben. Griechenland und Israel stellen bereits jetzt Impfzertifikate aus und haben vereinbart, sie gegenseitig anzuerkennen. Das heißt, nach Griechenland dürfen bald nur noch geimpfte Personen reisen. Während es jetzt die Aufgabe dieser Bundesregierung wäre, sich in der EU und international dafür stark zu machen, dass die Reisefreiheit unserer Bürger nicht an den Impfstatus geknüpft wird, macht sie lieber an vorderster Front mit. Und wie die Äußerungen von Herrn Günther und Herrn Söder zeigen, man wird sehen, dass sie zukünftig auch in Deutschland nur noch geimpft ins Kino oder ins Restaurant gehen können. Genau das ist die Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür. Keiner wird sie mit unmittelbaren staatlichen Zwang zur Impfung nötigen. Aber sie dürfen dann eben ungeimpft nicht mehr an die Ostsee oder ins Fitnessstudio. Man wird ihnen sagen, ja, das zwingt sie ja keiner, ist ja ihre Entscheidung. Aber sehr geehrte Damen und Herren, wenn es so kommt, wie hier beschrieben, dann ist das keine wirkliche Entscheidungsfreiheit mehr. Es ist ein Zwang in Samthandschuhen und eine Entwürdigung des Individuums. All diese Pläne verfolgt die Regierung auf Basis einer unsoliden wissenschaftlichen Grundlage und dazu auch noch mit Impfstoffen im Gepäck, die allesamt nur eine Notfallzulassung haben und über deren langfristige Wirkung und Nebenwirkung noch gar nichts bekannt ist. Für uns in der AfD-Bundestagsfraktion ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der Staat kein Recht hat, seine Bürger zur Impfung zu zwingen und ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit einzuschränken. Über eine Impfpflicht sollte es eine breite öffentliche Debatte in der Öffentlichkeit geben, in den Ausschüssen und im Plenum dieses Hauses. Wenn die Bundesregierung jetzt aber im Hauruck-Verfahren den digitalen Corona-Impfpass auf EU-Ebene einführt, dann wird halt wieder mal woanders entschieden. Dann werden andere Länder und private Firmen in die Lage versetzt, ungeimpfte Personen zu diskriminieren. Und die Bundesregierung, die muss sie dann gar keine Impfpflicht mehr beschließen. Nein, die Bundesregierung wird dann auf die Privatautonomie verweisen und sagen, dass es ja Sache von Reiseveranstaltern, Eventagenturen, Gastronomien, Hotelbetreibern ist, ob sie ungeimpften Personen Zugang zu ihren Einrichtungen geben möchten. Und diese Betriebe werden dann schon mangels Alternativen auf den digitalen Corona-Impfpass zurückgreifen, weil sie sonst durch die Allgemeinverfügung der Länder sowieso zurück in den Lockdown geschickt werden. Als Privatperson bleibt ihnen dann nur noch der Klageweg, um ungeimpft wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Und genau damit wird dann ein faktischer Impfzwang begründet. Deswegen hat der Europarat am 27.01. seinen Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, sicherzustellen, dass Impfungen nicht verpflichtend sind und niemand politisch, sozial oder anders unter Druck gesetzt werden darf, sich impfen zu lassen. Außerdem soll niemand diskriminiert werden, der sich nicht impfen lassen möchte. Wie Sie hören, so sehen wir das auch als AfD-Bundestagsfraktion. Jeder, der sich impfen lassen will, kann das natürlich gerne tun und soll die Möglichkeit dazu erhalten. Aber niemand darf in irgendeiner Weise dazu gezwungen oder genötigt werden. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, von ihren Plänen zur Einführung eines digitalen Corona-Impfpasses Abstand zu nehmen und sich auf allen nationalen und internationalen Ebenen vorbehaltlos für unsere Grundrechte einzusetzen. Eine Corona-Impfpflicht, ob direkt oder indirekt durch die Hintertür, das lehnen wir strikt ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Abgeordnete Alexander Kraus.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es sind noch ein paar Wochen, bis der Sommer beginnt. Die Leute wollen gern in den Urlaub fahren, ob nach Spanien oder nach Griechenland. Darauf freuen sich viele Leute. Und das wird möglich sein, wird einfacher sein, als das heute der Fall ist. Mit einem Impfnachweis, der sinnvoll ist, weil man da eben schneller dann auch durch die Kontrollen durchgeht, weil es dann kein langes Warten gibt. Auch die digitale Form finde ich ist gut. Es gibt ja jetzt schon einen Impfausweis, den man hat, eine gelbe Karte. Und in jedem Sommer beginnt das Spiel. Deutschland sucht den Impfpass. Das kann man sich sparen, wenn das Ganze digital vorliegt. Jetzt steht der Vorwurf im Raum, das sei eine Impfpflicht durch die Hintertür, wenn man so einen Impfnachweis einführt. Das lässt sich relativ leicht entkräften. Diesen Impfnachweis bekommen nicht nur diejenigen, die geimpft sind, sondern eben, man kann darauf dann auch eintragen, wenn ein frisches negatives Ergebnis eines Corona-Tests vorliegt. Auch das ist dann eine Möglichkeit, dass man sozusagen einreisen kann ohne Probleme. Oder wenn man den Nachweis über eine Genesung hat, also wenn man krank gewesen ist, wieder gesund ist, auch das kann man eintragen lassen. Was Sie erzählt haben, ist also vollkommener Unsinn. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das gerade von der AfD kommt. Bei jeder Gelegenheit halten Sie die nationale Souveränität vor. Heute haben Sie das Hohelied darauf gesungen, dass es eine Reisefreiheit für alle Bürger auf der Welt geben muss, was sonst immer nicht gerade Ihr Steckenpferd ist, um es mal freundlich auszudrücken. Sie sprechen dann in Ihrem Programm davon, dass es Grenzschutz ist Bürgerschutz. Ja, Grenzschutz ist Bürgerschutz und ein Staat hat das Recht zu sagen, ich möchte meine Bürger auch gesundheitlich schützen. Und jeder Staat kann souverän entscheiden, auf welche Art und Weise er das macht. Und Sie werden anderen Ländern nicht vorschreiben, wie Sie die Gesundheit Ihrer Bürger schützen. Sie kritisieren dann Länder wie Island, Georgien oder Griechenland, weil die sagen ja nicht, sie dürfen nicht einreisen. Diese Länder sagen, sie gehen, wenn sie einreisen wollen, in Quarantäne, wenn sie aus einem Risikogebiet kommen zum Beispiel, oder sie sind geimpft. Weil es natürlich unverhältnismäßig wäre, jemanden in Quarantäne zu schicken, der geimpft ist. Insofern ist ein Impfnachweis eine Erleichterung für eine Einreise. Übrigens sind Impfregelungen ganz normal, wenn Sie sich das mal anschauen. Es gibt Länder wie China, die bei Einreise aus gewissen Ländern eine Gelbfieberimpfung vorschreiben oder im pazifischen Raum bei den Marshallinseln, dass sie halt dann auch gegen Masern geimpft sein müssen oder andere Länder, wo vorgeschrieben wird, dass man vorher gegen Kinderlähmung geimpft sein muss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Impfnachweis erleichtert das Reisen in Europa. Ein Impfnachweis bringt Reisefreiheit für unsere Bürgerinnen und Bürger. Eine Impfpflicht gibt es nicht in diesem Land. Eine Impfpflicht wird es auch nicht geben. Da kann die AfD noch so häufig versuchen, das herbeizureden. Ich kann nur sagen, wenn Sie sich über das Impfen informieren wollen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, fragen Sie nicht irgendwelche braunen Scharlatane. Die große Mehrheit, meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Land, die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger möchte sich impfen lassen. Und ich finde, das ist eine gute Botschaft. Ich persönlich werbe für das Impfen. Es muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann nur sagen, seien Sie ein ganz klein wenig egoistisch. Denken Sie an sich selbst. Denken Sie an Ihre eigene Gesundheit. Schützen Sie Ihre eigene Gesundheit und lassen Sie sich impfen. Vielen Dank.